Penis! Penis! Leute, ich habe heute Frauenhandschuhe an, weil meine nass sind. Komplett. Die sind schon ein bisschen eng. Leicht. Wen gehört der geile Merch hier? Mit dem Pullover schaust du echt männlich aus. Boah, die Handschuhe sind voll eng. Ja, wir sind heute in Wien unterwegs, liebe Freunde. Ich bin mal wieder in Wien, wie immer. Hier ist geiler Lieferservice-Typ. Gib mir Essen, Bro. Es ist irgendwie so 7. Wir wollten um 3 Uhr Motorrad fahren, jetzt ist 7. Ja. Ey, das mit den Handschuhen ist richtig ranzig, Alter. Die sind sau eng, Mann. Wieso habe ich einen Frauenhandschuh an, Alter? Was ist los mit mir? Aber die anderen, die meinen, die sind nass. Das ist so ekelhaft. Habt ihr schon mal nasse Handschuhe angehabt? Das ist sowas von ekelhaft. Ich habe nur genug Sprit eigentlich. Ich habe nur 2 Striche. Müsste reichen für heute eigentlich. Boah, wie hell, Bruder. Hä? Hä? What the fuck, oder? Okay. Ich kenne mich halt hier gar nicht aus. So, ich habe aber hergefunden zu ihr, ohne aufs Navi gucken zu müssen. Habe ich mal wohin gefunden. Das ist richtig gut gewesen. Da war ich richtig stolz auf mich. Und jetzt cruisen wir hier der Sonne entgegen durch Wien. Ich feiere Wien. Also ich könnte es mir echt vorstellen, dass ich immer auswandere oder umziehe. Auswandern. Ich bin Österreich und wandere nach Österreich aus, alles klar. Okay, wir sollten doch tanken vorne. Aber es reicht nur ein bisschen. Was für eine Größe hast du bei den Handschuhen? Was für eine Größe hast du da? XS, oder? M. M, okay. Aber die sind auch die größten, die sind eigentlich von meiner Tante. Geht schon los. In Wien wird man normal immer direkt angehupt. Holy shit, Digga. Boah, das ist der Drehmoment. Ich habe so Schiss bei den Schienen, dass mich mal aufs Maul legt hier. Das ist echt Wahnsinn. Und morgen bin ich auch alleine hier unterwegs eine Runde, weil sie arbeiten muss leider. Und dann werde ich, denke ich mal, ein paar Chicks klären hier. Vielleicht werde ich hier mal ein paar Moped-Chicks fragen oder so, ob die mitfahren möchten. Ich werde mir definitiv noch einen Helm kaufen, einen günstigen. Damit ich auch mal normale Passanten mitnehmen kann. Wer kann sich noch an Lukas erinnern, mit dem ich mal ein Fitnessvideo gemacht habe, so im Winter? Ja, ich bin der Lukas. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Der zieht ja auch nach Wien. Und da wird eventuell dieses Jahr noch ein bisschen was kommen mit ihm. Das wird definitiv eine richtig geile Sache. Ja, ist schon geil. In so einer Großstadt passiert halt immer viel mehr als irgendwie so am Land, wo ich halt bin immer. Hier passiert halt wirklich, ich weiß nicht, hier kannst du alles machen halt in Wien. Es gibt Essen bestellen den ganzen Tag und die ganze Nacht und du kannst alles unternehmen, was du dir vorstellen kannst, so einfach alles. Und bei mir zu Hause kriegst du irgendwie gar nichts mit. So. Ich habe auch Sena angeschrieben, ob ich einen CNC bekomme, damit ich halt ihre Stimme auch gleichzeitig aufnehmen kann, weil das halt zusammenschneiden extra, das ist übel umständlich, voll nervig, Bock gar nicht. Und haben mir leider noch nicht zurückgeschrieben, das ist schon glaube ich 1-2 Wochen her oder so. Es wäre auf jeden Fall geil, wenn ich so ein CNC bekommen würde. Weil dann spare ich mir eine Menge Arbeit, auf die ich keinen Bock habe so. Weil Menschen einfach ein faules Stück Scheiße sind. Das ist schon leicht erotisch, das ist pink. Ha?
Ah ja? Na! Na, das ist wegen dem Wasser wahrscheinlich. Oje. Der Linse ist wieder sauber. Ich probiere es jetzt, ob es jetzt aufnimmt oder wieder anläuft oder nicht. Ich hoffe nicht. Du hast Diesel getankt. Spaß. Achso. Leute, es will nur mein Geld. War das so ist? Ich glaube schon, ja. Wir leben für das, wofür wir leben würden. Das müsste man machen, ich müsste einfach den Kill-Switch mal betätigen. Die Leute checken das dann nie, wenn man den Motor wieder startet, und sie lässt natürlich immer einen Schlüssel stecken, das ist natürlich richtig, richtig geil. Ja, ich würde schon sagen, dass das leicht erotisch ist, die zwei Bikes hier nebeneinander zu sehen. Schicker Pullover, wo hast du denn her? 14 Liter, 18 Euro. Gibt's auch nur in Wien sowas. Leute, jetzt spielen wir mal das Penisspiel, oder? Habt ihr Bock auf das Penisspiel? Das geht so, dass einer anfängt mit Penis und der andere muss es dann lauter sagen und der andere muss es dann wieder lauter sagen, und so geht es halt immer dahin, bis dass man irgendwann schreit und im Gefängnis ist. Digga, diese Handschuhe, ne? Hier ist mein Daumen, Alter. Ich hab das ja gedacht. Es funktioniert nicht mehr. Sie zu kill switchen funktioniert nicht mehr. War man tanken, chillig, gut und gemütlich tanken. Oh nein, bitte leg's nicht hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eigentlich jetzt auf Video. Für die Klicks, you know. Grundgütiger. Die Frau fährt gefährlich, Alter. Das ist echt arg. Wir wollten so um 3 Motorrad fahren, jetzt ist einfach so 7:30. Ja, kann man mal machen. Also Leute, wenn ihr mit ihr fährt, also wenn sie sagt, seid um 3 da, dann kommt erst so gegen 4:30 oder so, weil die Frau ist Wahnsinn, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Penis! Der Merch ist schon leicht erotisch, Digga, muss man schon sagen, du. Hier professionelle Aufnahmen von diesem Merch. Boah, die riskiert auch ihr Leben hier, oder? What the fuck? Ja, kann man mal machen. Ja. Penis! Du musst leise anfangen. Okay, Penis! Oh, das sind keine Menschen! Fahren wir zum Ring! Wo ich viele Menschen sagen, keine Ahnung. Penis! 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 Wenn die Ampel grün wird, wenn die Ampel grün wird, dann Penis! Oh Gott, das ist ja so peinlich, Digga. Grundgütiger. Ich schäme mich zu Tode. So ging es mir nach dem Grom-Sturz. Okay. Es juckt halt gar nichts mehr, Alter. Wow. Statue mit Beauty.